Gut, ne? Warte, ich mal kurz gucken, wie viel ich jetzt hier habe bei Status. Ich habe irgendwo meinen Schaden. Okay. Er startet doch schon. Ah, doch, In der da. Mitte. R-Waffe 1 und sowas. Ja, 85. Oder nee, das ist Abwehr, sorry. 120. Okay, ist ja nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Ich würde auch Gut, wir sagen, haben noch. Ja. dass sie jetzt das machen, dann noch den nächsten Boss. Und dann will ich aber tatsächlich das erste die Aufnahme, beziehungsweise auch für das erste dann Schluss machen für heute, weil wir 1 Uhr haben. Aber zumindest noch Okay. so einen grünen Abschluss für die Aufnahme halt, ne? Also, Okay. warte. Achso, hier, genau, die Treppe runter. Okay. Also, warte, 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 bevor du da runter gehst. Du Ne, ich stehst bin beim vorm Schmied Schmied. und guckst da die Treppe runter, ne? Da guckst du runter. Halt das Schild oben einfach und dann rennst du an dem Gegner vorbei. Guck, dass du so weit wie möglichst den umläufst. Also Das ist ein dann. Raum, das ist eine große Halle und geradeaus ist direkt der Ausgang. Da rennst du raus und dann einfach nach rechts oder nach links, so dass der nicht mehr auf dich schießen kann. Der schießt damit so Blitzen. Oh, ich sehe gerade, warte. Renn Okay, warte. einfach an dem vorbei. Also einfach an dem vorbeirennen. Durch die Seitentür durch, da wo er Ja. ist. Ja, die direkt hinter ihm ist die Tür. Da ist nur eine Tür. Und dann gehst du einfach nach rechts, damit er nicht mehr auf dich schießen kann. Und da ist dann mein Zeichen. Jetzt springe ich die ganze Zeit. Oh mein Gott, er hat mich gekillt. Also, die Steuerung ist irgendwie voll komisch. Ich bin die ganze Zeit gesprungen, während ich da gesprungen bin. Das war voll komisch. Egal, ich hole meinen Sehnen schnell wieder, obwohl waren noch nicht viele. Aber werde ich mit Feuer. Oder bitte nicht den Spawn, bitte nicht am Feuerband Du musst schreien. dich aber jetzt wieder. Doch, am Feuerband schreien. Nein! Dann, ja, du musst dich immer ins Leuchtfeuer reinsetzen. Und du musst dich auch wieder menschlich machen. Naja, mach schon, schön. Ich laufe Mach das erstmal zum aber Feuerband erst, wenn du rein. am Leuchtfeuer bist, was über dem Schmied ist. Nicht, dass du dann da Ja, zwischendurch auch nochmal stirbst. ja. Ja, ich hätte vielleicht mich hinsetzen sollen. Das war Dummheit. Oh, der Fahrstuhl ist auch weg. Achso, ich muss den nach oben nehmen jetzt. Okay. Gut. Oh, jetzt kommen wir die Lippen wieder an. Ne? Ja. Ich muss auch mal danach gucken, wie viel Speicher ich noch auf dem Links drauf habe, ne? Weil ich das irgendwas mit 300 GB nicht, das ist schon voll ist oder so. Weil ich glaube, wir haben, lass mich nicht lügen, irgendwie 5 oder 6 Aufnahmen jetzt mit Dark Souls. So, ich laufe mal weiter erstmal. Ist doch krass, weißt du, 20, wenn ich mit der PlayStation-Speicher vergleiche, ne? Gut, ne? Die Qualität hat sich wieder hochgesetzt halt, ne? Also, ich habe, glaube ich, lasse jetzt die Videos mit 1440p abspielen. So. Lol, der Typ, der Gegner folgt mir bis zum. Okay, alles klar, ich muss ihn töten. Der ist ja bis nach hinten gefolgt. Aber wenn du schnell genug rennst und dich ans Leuchtfeuer setzt, dann verschwindet er. Ich habe ihn einfach mal gekillt mit dem Langschwert. Boah, das ging auch voll schnell, ne? Jedenfalls, hat der Nielsen im Video, ne, hat erklärt, dass er mit 1440p Dings macht, ne? Aber ich würde irgendwie in nächste. Achso, warte mal, erstmal Löschfeuer setzen. Dann Auszählung umkehren. Was? Keine Menschlichkeit? Das kann nicht Ja, sein. die musst du erst benutzen. Du musst erst eine Menschlichkeit benutzen, damit du die oben in den Zähler reinbekommst und dann kannst du die Achso, verwerten, sag ich mal. boah, was für wie umständlich ist das denn, ne? Ja. Na gut, ja, das hat zum Glück nächsten Dark Souls Teile besser gemacht, ja. So, ja, Menschlichkeit darbieten, Ausführung umkehren. Jedenfalls hat Nielsen so erklärt, dass er die Videos so eingestellt hat, dass er 1440p macht halt, ne? Ich werde auf jeden Fall versuchen, da, dass Elgato auf 4K läuft halt, ne? Und auch die Grafikkarten und so halt, ne? Besser ist, dass ich dann irgendwie versuche zu 2160p oder so halt, ne? Also nochmal Stufe zu erhöhen halt, ne? Ja. Oh, okay, das war der Angriff, mit der mich vorhin gefickt hat. Jetzt schnell runter. An der Tür, an der Tür, an der Tür. Ah, ich bin an der Tür vorbei. So, schnell rechts. Gut. Er kommt nicht mehr durch die Tür durch, ne? Er bleibt jetzt da. Nein. Okay, gut. Dann heile ich mich schnell mit Estus. Haha. So.
Du Lutscher. So, wenn du die Tür raus bist, rechts deine Treppe, dann liegt mein Zeichen. Ist eine. Ah, okay, gut, dann warte ich mal. Ah. Du hattest dich entfacht, ne? Ja, ja. So, okay. Das ist gut. Aber ich muss gucken nochmal, wie das der Nils gemacht hat, weil die Einstellung habe ich jetzt vergessen, wie man nochmal die Videoqualität also so hochhebt, dass man eine gute Grafik erreicht hat, ne? Also eine gute Auflösung. Weil ich würde auf jeden Fall, also jetzt die Videos, die ich jetzt hochlade, sind 1440p und hieß mal. Oh, ah, du bist gekommen. Und Ellie hat gesagt, die Videos sehen eigentlich ganz gut aus halt, ne? So. Also sehen auf jeden Fall besser aus als vorher, auch mit dem, auch so in 60p und so weiter und so fort halt, ne? Aber ich würde nochmal versuchen, die Grafik nochmal hochzuschrauben halt, ne? Dass dann die Videos sogar noch schöner aussehen und noch professioneller. Was ist das für einer? Da ist ein Baum gegen, warte mal, ich glaube Feuer ist bei denen ganz gut. Jeder ne? Muskel. Ich guck mal gerade. Ja, gut. Die sind gegen Gift. Die kannst du ja auch farmen, wenn du die brauchen sollst. So, jetzt können wir hier raufgehen. Finsterwurzgarten. Finsterwurz. Schau mal, wie witzig, Nielsen hat heute erklärt, wie man Mikrofon einstellt, ne? Und dann meinte ich so, pass aber auf, dass sie das Mikrofon nicht so laut macht, weil im schlimmsten Fall kann man jemanden neben zum Hören, der furzt. Und da muss ich erstmal lachen, weißt du, wie er das erwähnt hat, weißt du? Als wäre es richtig abstoßend, weißt du? Widerlich. Ach du, also. Oh, das war's. Ach, das ist ein Käfer. Okay, Funkel da hinten und große Scherbe. Ach, so sehen die aus. Also, ich muss sagen, hier sehen die noch schön aus, ne? Irgendwie, die funkeln hier mehr. Ja. Okay. Ich glaube, hier hast du einen langen Bogen, wenn du hier runterspringst. Hast du mal einen Bogen. Ja, ich gehe mal. Komm, ich komm mit. So. Lederrüstung, oder? Lederstiefel und Lederhandschuhe. Achso, und Langbogen, Lederpfeil. Ja. Soll ich das mal ausrüsten, die Lederdinger, oder sind die scheiße? Ja, kannst ja gucken. Warte, ich guck mal schnell. Lederrüstung ist besser, tatsächlich. Warte, was ist denn das mit dem... Was ist denn das dritte? Von der Rüstung. Ja. Arme. Nee, ich meine das. Ich meine, da steht 24, 20, 12 und 23. Ach, warte, die Symbole sind ja glaube ich rechts, ne? Nee. Links meinst du? Du hast ja erste physisch Abwehr, dann Hieb, Schlag, Stoß, oder was meinst du? Achso, okay, dann gegen Stoß ist es nicht so Dings, aber es ist besser auf jeden Fall als die Rüstung, die ich vorher hatte. Ich steh mal raus hier. Und leichter vor allem. So. Alles gut. Jawohl, ich sehe jetzt aus wie so ein richtig geiler Angst. Alter. Na, guck mal, was hier ist. Sieht aus wie so eine Lego-Figur. Okay, hier ist sehr viel Blut, das heißt, irgendwas ist hier. Ja, das Schild gibt's natürlich nicht umsonst, ne? Auf Leuchtfeuer. Alter, wie viel Blut hier liegt, das ist definitiv. Also, hier ist definitiv was los. Ja. Ach, da, guck mal. Komm hoch, komm hoch. Ja, komm, dann. Alle hopp! Oh, ich hatte schon einen Schutzangriff. Alter, wenn man. Ich glaube, man kann nicht sterben, ne? Oder? Boah, sind alle daneben gegangen. Oh, ja, ja. Oh, oh! Vorsicht, 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 der kommt mir hinterher. Okay, gut, ich komme. Da unten. Ja, Grashoppenschild liegt hier. Hast du was bekommen? Schwarzritter, helle Brade und blaue Brocken. Oh, sehr geil. Sehr geil. Ist das sehr geil. Ist das nicht schwer für mich? Ja, nicht effektiv. Guck mal, was du für Werte brauchst. Diese Waffe. Jirk. Boah. Stärke 32 und Beweglichkeit 18. Ja, du bräuchtest. Warte mal, Stärke. Du hast ja, wenn. Weil das ist ja eine Stärkewaffe. Und wenn du die Waffe beidhändig trägst, dann hast du deine Stärke, die du im Status hast, mal 1,5. Das heißt, wenn du jetzt eine Stärke von 20 hast, du brauchst, glaube ich, eine Stärke von 22. Ja, Stärke von 22? Nee, 24. 24?
Oh, guck mal, der eine rennt nicht von einem Schwarzritter. Dann kannst du die benutzen. Das heißt, du brauchst nicht Stärke 22. Aber diesen anderen Wert, den brauchst du mal. Wirklichkeit. Was da steht, mal 18. Ja. Hast du das Schild aufgenommen, da unten? Ja, ja. Ich rüste das mal aus. Okay. Ja. Das hat zwar nur einen Blockwert von, ich glaube, 98 oder so. 95. Aber durch die Ausdauer. Fehler hier im Spiel. Ja, die Ausdauer wird halt schneller regeneriert. Ja. So, was ist hier? Achso, kein Schild. Naja, das ist ein Leuchtfeuer. Das ist ein Leuchtfeuer. Okay. Das ist auch das nächste Gebiet, da kommst du später auch noch hin. Okay. Das heißt, wir können wieder zurückkehren. Kann man auch den Boss töten gleich da? Also den, ich sag mal, kleinen Boss da? Ja. Okay. Also hier gibt's nichts mehr, ne? Wie es aussieht. Wir könnten dir noch einen Ring besorgen, wenn wir hier weitergehen. Guck mal, siehst du da oben? Ja, ich seh's. Da ist so ein Löschen. Ist da ein Nebel? Ja. Da ist eine Tür. Da ist Havel drin. Den kannst du rauslocken. Dann kann ich mit gegen den kämpfen. Ja, warte. Was ist das? Nicht da rechts gehen. Nein, geh da weg. Geh nach hier oben gehen. Ja, ja. Ich hab dich schon gesehen. Da haben sich gerade meine Hunde zusammengeknitten. Ne? Oh, Alter. Kommt denn der? Ah. Und denn der? Der kommt in unsere Richtung. Vorsicht, du fällst hier gleich runter, Alter. Ja, ich habe nur auf den Gegner unten geachtet, der ist ja irgendwie links gewesen. Ja, der kommt hinterher. Ah ne, der bleibt hängen. Okay. Mongo. Was ist das? Wie macht der Zug? Noob, noob. So. Okay, warte. Ach, warte, ich kann da nicht rein. Oh, warte. Kannst du nicht? Nee. Ja, dann müsste ich nochmal rausgehen. Ja, ist egal, komm, dann machen wir das ein anderes Mal. Ja, machen wir ein anderes Mal. Oh. Ajo. Na? Warte. Ja, jetzt mache ich natürlich wenig Schaden, weil das sind Magiegegner und ich habe ein Magieschwert. Oh, fuck. Ah, der ist eh gleich tot. Ja, fick ihn einfach. So. Ja, haha. Okay. Okay, da ist aber liegt was Großes, ne? In der Mitte. Ja, das kann man später. Da ist eine fünfköpfige oder siebenköpfige Schlange. Eine Hydra, die sollte man da jetzt erstmal lassen. Da bist du wahrscheinlich direkt beim ersten Schuss bist du tot. Deshalb lassen wir das erstmal. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder zurück. Oh, da ist noch ein anderer Spieler. Oh, guck mal, da läuft mit einer Axt rum. Mal gucken, wo er rennt. Ach, er rennt zu uns auch. Ja, okay, gut. Aber weiter. Das ist aber schon krass zu sehen, dass ein. Na gut, das kam ja ganz später als alle anderen Dark Souls-Teile raus, ne? Also jetzt so vom Remastered, meine ich. So, weil das kam ja, glaube ich, nach Dark Souls 2018. 2. Ja, also eigentlich schon fast neu, ne? Bei Bloodborne kam, glaube ich, auch so 2016, oder? Das ist momentan, wenn du jetzt so sagst, vom Release her, ist es der aktuellste Dark Souls-Teil. Ja. Deswegen wundert mich das nicht irgendwie, dass. Also, was heißt, wundert mich nicht? Also. Du hast die Grafik jetzt so, wie würdest du nochmal hier der von Almost Daily sagen? Oder Daily Plus oder so? Zwei hässliche Kellerkinder. So, aber es ist trotzdem. Ja, so oh! Also, halt mal mein Schild offen, so. So. Ich hab die Reichweite verfehlt. So, wir können mal hier, glaube ich. Ah, komm, der kannst du eh nicht machen. So. Gut. Laufen wir mal weiter hier. Wir wieder zurück. Ja. Dann gehen wir jetzt zum Boss. Aber ich muss sagen, es ist schon, also klar ist das Spiel, also hat das Spiel etwas an sich, was das Spiel besonders gemacht hat halt, ne? So. Warte mal, du hast dich an das Leuchtfeuer gesetzt, ne? Weil ich kann da nicht mitkommen. Bei den Dings, ne, meinst du? Oben? Ja. Ja, muss es ja. Ja, stimmt, ich hab ja nichts aktiviert. Geh mal bei dir auf Gegenstände und dann fängst du von unten an und guckst mal, ob du da einen Heimatknochen hast. Heimkehrknochen. Ja. Hast du? Ja. Okay, dann benutze den mal, weil da musst du nicht an dem Gegner vorbeilaufen. Weil wenn der dich erwischt, musst du wieder eine Menschlichkeit benutzen. Okay. Heimkehrknochen, die kann man immer kaufen. Ich kann dir auch welche zuwerfen. Ja, aber ich benutze immer schnell. Weil die sind einfach zu bekommen als Menschlichkeit. Ja.
Habe ich schon mal benutzt. So. Dann gehst du jetzt einfach wieder oben zur Kirche.